Also pure Freude, ja. Also ich kann mich am allerbesten an das Spiel gegen Holland erinnern. Das war in dem Stadion, das war auch das erste Mal, wo es so viele Zuschauer bei meinem Spiel gab. Ich glaube, es waren 40.000. Und das war schon auf jeden Fall eine Krönung. Also wenn ich irgendwann Kinder haben sollte, werde ich denen auf jeden Fall von dem Spiel erzählen. Hallo, liebe Ebru Usungeney, du bist Spielerin bei Schott Mainz und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und auch über deine Geschichte in den Nationalmannschaften. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Dankeschön, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Du bist ja auch eine Rückkehrerin bei Schott, bist nicht die Einzige. Du hast früher schon mal hier gespielt, warst dann lange in Frankfurt und zuletzt in Ingolstadt. Was waren denn so die Gründe, warum du zurückgekehrt bist? Also ich war immer mega gerne hier auf der Schott Spielerin und ich habe aber immer in Frankfurt gewohnt. Deswegen war es damals der Grund, dass ich nach Frankfurt gewechselt bin. Also mein Herz ist quasi immer in Mainz geblieben, weil ich habe hier wirklich sehr gerne gespielt. Und dann kam das Angebot und für mich war es dann klar, gut, dann nehme ich jetzt die Fahrerei wieder auf mich und starte wieder eine neue Saison bei Mainz. Ist ja ein bisschen witzig. Also im Männerfußball ist es eigentlich gar nicht vorstellbar, dass jemand zwischen der Eintracht, beziehungsweise am Anfang war es ja noch der erste FFC Frankfurt und eben einem Mainzer Verein mehrfach so hin und her wechselt. Gab es da bei den Spielerinnen auch Neckereien oder ist das im Frauenfußball weniger ein Thema? Ich glaube, das Thema ist eher, dass es nicht so viele Frauenmannschaften gibt in der Umgebung, die gerade ein bisschen höher spielen. Und ich glaube, nicht jede Frau will halt auch die ganze Zeit ihr Standort wechseln, weil wir verdienen jetzt nicht die Summen wie bei den Männern. Und deswegen ist es eher dann so, dass man hier in der Umgebung schaut, wo man quasi hingehen kann. Du hast in der U15 und in der U16 in den deutschen Nachwuchsnationalmannschaften gespielt. Kannst du dich daran erinnern, was dir das damals bedeutet hat, da berufen zu werden? Ja, das war auch eine große Sache für sich, aber für mich war das damals in der U15, U16 mit viel Druck auch verbunden. Also die deutsche Nationalmannschaft ist auch deshalb gerade so gut im internationalen Bereich, weil sie halt auch sehr, sehr diszipliniert ist. Und für mich war das ein bisschen zu viel damals als Jugendliche, Okay. muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil vom Trainingstagebuch führen bis zum auf die Ernährung achten. Ja, als Sportlerin sollte man das auf jeden Fall machen. Aber mit 15, 16, da hatte ich, glaube ich, auch viel Quatsch im Kopf und es war mir dann einfach zu viel. Du hast dann für die türkische Nationalmannschaft gespielt bei den Frauen, die WM und die EM-Qualifikation. Wie hast du dich entschieden zu sagen, ich spiele tatsächlich jetzt am Ende für die Türkei? Also ich glaube auch, das muss man halt auch zugeben, dass es bei der deutschen Nationalmannschaft damals einfach von der Leistung her auch nicht mehr gereicht hatte. Ich hatte dann irgendwie einen Sichtungslehrgang noch da bei der deutschen Nationalmannschaft. Da hatte ich aber eine Verletzung und danach kam es auch nicht mehr zur Berufung. Genau, aber ich glaube, prompt danach, ein, zwei Jahre später, hat dann auch die türkische Nationalmannschaft angerufen. Das ist dann auch noch mal was anderes, weil deine Familie kommt aus der Türkei. Also die sind dort geboren und für die war das auch was Großes. Die haben sich mega gefreut, waren sehr stolz auf mich, dass ich da berufen wurde. Und ja, also ich persönlich fand es auch schon Hammer. Also da zu stehen und die Nationalhymne zu singen und es ist schon nochmal was anderes. Also ist schon nochmal ein anderes Gefühl. War das bei dir zu Hause denn mal Thema mit dem Fußball? Fanden deine Eltern das immer gut oder gab es da auch mal Diskussionen, dass sie gesagt haben, ach, Fußball muss jetzt vielleicht nicht sein? ja, auf gar keinen Fall. Also mein Papa war ziemlich dagegen damals. Das türkische Mädchen spielt jetzt Fußball und auch noch mit den Jungs hier auf der Straße mit kurzen Shorts. Was wird das? Damals hat er sich damit nicht so gut abfinden können. Aber die Mama, die hat dafür gesorgt, dass wir heimlich zum Verein gehen, mich da anmelden. Das war auch damals der KSV Hessen Kassel. Ich komme ursprünglich aus Kassel. Das ist in Nordhessen. Ja, dann hat es heimlich quasi angefangen und an einem Abend konnte die Mama mich nicht abholen vom Hallenturnier und dann musste halt der Papa kommen. Unglücklicherweise. Und er kam dann halt und dann hat die Tochter halt gleich zwei Tore geschossen und am Ende vom Turnier war ich dann die beste Spielerin vom Hallenturnier. Und ja, dann, also ab da war er dann der größte Fan und war dann wirklich fast jeden Sonntag mit dabei. Und da gab es dann halt so eine Wandlung. Es ist ja beim Fußball und auch bei der deutschen Nationalmannschaft der Frauen schon ein Thema, dass viel zu wenige Mädchen eigentlich mit Einwanderungsgeschichte dabei sind. Hast du irgendwie eine Idee, woran das liegt? Werden die nicht gut angesprochen? Also ich glaube schon, dass die Nachfrage jetzt immer mehr wird, dass auch
Mädchen mit Migrationshintergrund jetzt an der Sache sind. Aber trotzdem finde ich es schwierig, ja? Weil die haben halt eine andere Kultur. Ja, natürlich, wir sind im 2023, aber manchmal muss man das den alten Köpfen quasi nochmal anders beibringen. Und da finde ich zum Beispiel ist auch richtig wichtig, dass die Schulen, auch die Grundschulen, da viel mehr machen. Also ich habe da immer so ein Poster gehabt in der Grundschule, als ich selbst in der Schule war. Da stand, ich bin ein Mädchen, ich spiele Fußball. Das hat so viel in mir ausgelöst. Also weil immer, wenn die Mama mich dann zur Schule gebracht hat, habe ich gesagt, ja Mama, schau mal, da ist doch ein Plakat, sie spielt auch Fußball. Ja, also meine Grundschullehrerin damals hat sich auch schon ins Zeug gelegt gehabt, dass halt auch Mama da quasi was macht. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass so autoritäre Personen da auch ihr Bestes versuchen, wenn die Mädels halt Spaß haben. Und jetzt steht ihr mit der Shot vor dem Auftakt der Rückrunde. Was würdest du sagen, was spricht für euch als Team? Wie seid ihr vielleicht auch über den bisherigen Saisonverlauf zusammengewachsen? Was macht euch aus? Also ich würde sagen, wir haben halt wirklich einzelne Klasse-Spieler. Also ich finde, wir sind technisch, sei es auch körperlich, sehr robust und sehr stark. Mhm. Und das macht uns, glaube ich, aus. Also ich glaube, wir sind da sehr, sehr stark aufgestellt. Du bist, wie die meisten Fußballerinnen, gerade natürlich in der Regionalliga, weil ihr ja nicht so verdient, dass ihr davon lebt, in einem Hauptberuf tätig und der ist Erzieherin. Was gibt dir das denn? Das gibt mir wirklich alles. Also das gibt mir quasi den Rest. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber, Erzieherin zu sein, im Kindergarten zu arbeiten. Ich finde, Kinder, die wir lieben, werden dann irgendwann zu Erwachsenen, die lieben. Und das ist gerade so wichtig, Kinder zu fördern in ihrem Alltag und ich weiß nicht, du kommst da morgens an, als würde jemand dir einen roten Teppich ausrollen und die kommen und umarmen dich und das passiert jeden Morgen. Das ist schon ein sehr, sehr dankbarer Job, finde ich. Sehr, sehr schön, liebe Ebru. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für mich hattest. War total spannend. Ich komme immer sehr gerne zu euch und ich wünsche euch alles Gute für den Rest der Saison. Du bekommst von mir zum Abschluss die Mainz05 Gummibärchen schon mal als Vorgeschmack in der Wortpiratin Gummibärchentüte. Wow, cool. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Super, danke schön. Ich bedanke mich auch.